Julian Evangelos und Stefanie Schmitz werfen einen kritischen Blick auf Temptation Island VIP. In der abgelaufenen Staffel scheinen ihnen nämlich nicht alle Paare aufrichtig zu sein. Eigentlich ist die TV-Show als Treue-Test gedacht. Dabei können die Kandidaten ihre Beziehungen auf Herz und Nieren testen. Doch für die Ex-Teilnehmer Steffi und Julian sind in diesem Jahr einige Paare fake, wie sie im Promiflash-Interview verraten. Also ich muss sagen, ich war anfänglich doch sehr skeptisch, weil nicht alle Paare kamen mir so 100% vor, als wäre das so eine aufrichtige und authentische Beziehung. Vor allem der Comedian Udo Bönstrup und das blonde Energiebündel Emmy Russ scheinen es nicht ganz ernst zu meinen. Verfolgen die zwei in dem Format etwa ganz andere Pläne? Emmy und Udo, da bin ich bis heute unschlüssig, ob das einfach eine inszenierte Sache ist oder eine echte Beziehung. Also ich würde eher sagen, nein, das ist einfach fake und für die Sendung gewesen. Dabei ist Temptation Island eine echte Chance für die Paare. Die in ihrer Staffel viele Nutzen, finden Steffi und Julian. In diesem Jahr sieht das in ihren Augen allerdings ein wenig anders aus. Da habe ich doch den Unterschied festgestellt, dass es alles sehr, sehr fokussiert auf die Schlagzeilen einfach ist. Ne? Und ja, dass einfach die Beziehung als solche nicht so sehr im Fokus stand. Auch Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg kommen in der Bewertung der beiden nicht besonders gut weg. Gerade das Verhalten der Beauty kann Julian gar nicht nachvollziehen. Diese Doppelmoral von Paulina, die fand ich halt richtig ätzend. Immer nur die Fehler am Gegenüber zu suchen, um dann vielleicht in der Hoffnung, den Freifahrtschein für sich selber zu bekommen. So kam mir das irgendwie rüber. Henrik schießt zwar ein ums andere Mal übers Ziel hinaus, doch Paulina verliebt sich in der Villa und küsst Verführer Dominik leidenschaftlich im Pool. Bei Giuliano Fernandes und Ex-Love Island-Granate Sandra Janina hat Steffi ebenfalls Zweifel. Gerade dem Fitness-Fan kauft sie die Gefühle nicht ganz ab. Habe ich eine relativ klare Meinung dazu. Und zwar bin ich überzeugt davon, dass die Sandra wirklich viel vom Giuliano hält, dass sie wirklich ernsthafte Gefühle zu ihm aufgebaut hat. Aber ihm kaufe ich es irgendwie nicht ab. Rein von meinem Bauchgefühl habe ich das Feeling, dass er sie nur für die Sendung irgendwie benutzt. Ein Lichtblick sind für Steffi und Julian die einstige Kampf der Reality-Stars-Finalistin Kate Merlan und ihr Kicker Jakob Jarecki. Trotz einiger Streitpunkte beweisen sich die zwei in der Villa immer wieder ihre Liebe. Kate und Jakob kommen mir schon so vor, als würden sie es miteinander auf jeden Fall ernst meinen. Das ist eigentlich so das Paar, was ich noch von der Beziehung her am realsten einstufe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die eine Zukunft zusammen haben und weiter noch den gemeinsamen Weg gehen werden. Wie richtig Steffi damit liegt, wird beim großen TV-Wiedersehen der Promis deutlich. Denn Jakob macht seiner Kate direkt nach Temptation Island VIP einen romantischen Antrag. Im November heiratet das Paar schließlich im ganz kleinen Rahmen. Auch wenn einige Paare bei der Show wohl eher Aufmerksamkeit als den Treuetest suchen, in der abgelaufenen Staffel ist auch jede Menge wahre Liebe mit dabei.